Olympiasiegerin, das habe ich gemacht, das bin ich geworden. Aber was ich eigentlich schon immer war, ist eine Frau, die mit Energie gespielt hat. Und dass ich das ganz bewusst anwenden kann und eben auch Energie transformieren, das ist eigentlich etwas wirklich gewesen. Einerseits haben wir den Körper, haben wir den Geist und haben noch alles rundum. Und das können wir einfach nutzen. Und dort kann man sich auch vorstellen, wenn ich Angst habe, Blockierungen, das ist ja eine Form von Energie, und die aufzulösen. Häufig ist dort der Rest, der fehlt, zum Erfolg zu haben. Und dort bin ich einfach spezialisiert. Mobilität ist für mich etwas mega Wichtiges. Es ist einerseits heisst, wie mobil bin ich innen, das ist aber in starker Verbindung mit meiner Mobilität, die ich im Aussen habe. Darum, wenn immer ich wählen kann, wenn ich nicht mehr herkomme, ist für mich der Stromer Gold wert. Es ist etwas, das ich von A nach B kann. Alle Herausforderungen blasen mir förmlich aus der Birne raus. Gleichzeitig habe ich etwas, das ich auch recht einfach unterwegs sein kann. Auch beim Höckerwunsch, ein bisschen im Hinterrand hast, volles Gepäck, weil man immer noch sicher noch mehr Dinge kommt, einzukaufen oder noch etwas abzuholen. Alle die verschiedenen Bedürfnisse, die ich dann gleich habe, in alles einzupacken, da bin ich extrem froh, habe ich einfach Unterstützung im Leben. Sehr viele Leute kommen zu mir, weil sie vor allem wissen, was sie nicht mehr wollen. Aber sie haben so eine innere Sehnsucht nach, hey, da gibt es glaube ich noch mehr. Und das ist wie so zugedeckt. Und das ins Aussen bringen, das gibt dann neue Geschichten, das gibt neue Resultate. Wie eben jetzt auch, wir haben ein Velo gehabt und irgendeiner hat etwas überlegt, hey, wir haben eine neue E-Mobilität. Das ist am Anfang bahnbrechend, das ist normal. Und da war schon jemand, der dachte, Moment, schnell, wir könnten da gewisse Sachen verbinden. Das finde ich spannend, dass es ein dauernd Neues gibt. Aber das gibt es nur, wenn wir unsere Limitierungen wegnehmen und die Sehnsucht vornehmen. Und dann kann einfach ganz viel Tolles entstehen.